Einen wunderschönen guten Tag. Hey Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Overblood. Und wir wollten ja hier dran rumwerkeln. Elektrisches Beleg wieder hergestellt. Okay. Notstromgenerator reaktiviert. Okay. Stromversorgung normalisiert. Okay. Ich sage in letzter Zeit häufig okay, kann das sein? Ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Ah, das Bipo. Versuchen wir das doch mal. Noch war's easy. Bisschen andere Kamera hätte ich gerne. Gut gucken, was war der Sprungknopf, der da. Schon wieder eine Woche nicht gespielt. Und ja, das Spiel ist jetzt nicht gerade steuerungstechnisch für Jump'n'Run-Passagen gedacht. Aber wie es aussieht, sieht's gut aus. Läuft. Pipo, du hast es geschafft. Der Kondensator hat dich hierher geführt. Du bist echt komisch. Hey. Scheinbar haben wir wieder Strom. Lass uns zu dem Aufzug gehen. Lass uns zum Aufzug gehen, Pipo. So, jetzt sind wir wieder fein. Yippie, yippie, yippie. Schnauze. Jetzt kam gerade auslaufen, so schwammig ist das leider. Na! Das wollte ich. Jetzt was weiß ich, wo der Aufzug war. Das war irgendwie im ersten Part, aber da, wo der Zombie rausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich den nur wiederfinde. Muss ich jetzt, Moment mal, ich möchte mal was ausprobieren. Nicht, dass ich hier nachher umsonst nochmal herlatsch. Gehst du bitte mal da rein, du. Ach, er macht nicht mehr. Okay. Gut. Dann wäre das geklärt. Gehen wir durchs Türsche. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Nebengeräusche heute dabei. Ich habe nämlich eine Baufirma direkt vorm Fenster. Kuscheln auf ihrem LKW die ganze Zeit rum. Aufzug, 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 wo war denn der? Weißt du was, ich guck mal, eine Karte oder sowas habe ich glaube ich echt nicht. So was gibt es hier nicht, brauche nicht. Das ist ein bisschen der Nachteil, das Spiel ist jetzt nicht so umfangreich, aber was die Gegend angeht, aber das in Kombination trotzdem ohne Karte mit meiner Orientierung. Ibi! War das hier? Oder war das diese komische Cafeteria? Husch. Okay. Das war mal richtig, würde ich sagen. Ich muss hier raus, bevor ich aussehe wie dieser Typ da. Nein, schon zu spät. Ich bin bereits infiziert. Richtig. Warum macht er dann Moonwalk? Nicht wahr sein. Wie habe ich mir das geholt und vor allem was?
Warum muss mir das passieren? Ich weiß nicht mal genau, wer ich bin. Vielleicht würde ich es dann verstehen. Was jetzt? Der Strom ist an, er sollte fahren. Los, verdammt, lass uns hier nicht sitzen. Jetzt sind wir ein Stück weiter gekommen. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Also das ist jetzt so... Jetzt komme ich wieder an eine Stelle, wo ich nie mehr so wirklich weiß, was ich tun muss. Das wird lustig, Leute. Können wir nicht öffnen? Okay. Kann ich am Panel irgendwas machen? An der Konsole? Nö. Bipo, hör endlich auf, so unflätige Sachen zu sagen. Wird eh alles gepiepst. So. Kamera ist immer echt toll. Hui. Hui. Tür hat keinen Schalter. Suchkontrolle. Hey. Lässt sich nicht öffnen. Wo ist der Schalter? Was haben wir inventartechnisch denn noch dabei? Ja, genau. Lasern wir es auf. Hm, keine Wirkung. Keine Wirkung. Hä? Was soll ich denn sonst machen? Da ist noch irgendwo so eine Wand. Okay. Also den Schalter finde ich ein bisschen arg weit weg. Ah. Alles klar. Wer muss das Ding gedrückt halten und Bipo darf weiter. Ja, mal gucken, was wir mit dem Kleinen jetzt reißen können. Ich muss wahrscheinlich einfach bloß rennen. Das bei dieser tollen Steuerung, Leute, das läuft. Komm, schaltet bitte um. Nein, die schieben! Laufschlampe! Das hat nicht gereicht. Moment, vielleicht kann Bipo den ja offen halten. Hallo. Der macht nichts, ne? Juhu. Also ein bisschen Headbutton. Ich hoffe, ich zerquetsche den kurzen jetzt nicht. Ich habe eine Idee. Das machen wir anders. Ich versuche mal mit Bipo den Schalter zu drücken. Vielleicht kann ich dann mit Reyes weiterspielen. So, dann machen wir das halt eben umgekehrt. So, Bipo. Du drückst den Schalter. Jawohl. Stimmt, er ist ein Tuck schneller. Das könnte funktionieren. Nee. Aber er ist auch kleiner. Insofern rutschen wir da wahrscheinlich echt schneller durch. Kann ich hier irgendwie... Nee. Ja, hast Bipo nicht vergessen. Bipo ist bloß zu lahmarschig. Speed. Ach, Mensch. Alter. Also es scheint hinzuhauen, ich bin bloß echt zu dusselig wegen der Steuerung. Es tut mir leid. Das kann
sie bloß im Jahre halten. Handeln, Leute. Mensch! Wieder hängen geblieben, verdammt! Ach, Käse! Ja! Endlich! Was war das? Wer da? Ich weiß, dass du da bist! Antworte! Es ging ja wahrscheinlich rechts weg. Ich habe zumindest eine Gestalt gesehen. Und was ist auf der Seite? Das sind zwei Türen. Da ist nach rechts die Gestalt gegangen ist. Geh mal ausnahmsweise da mal mit. Wusch. Voll Enterprise, ey. Ich sag's euch. Oh. Macho-Pampe. Da auch? Also war's doch ansteckend. Das gesamte Gebiet muss kontaminiert sein. Oh, Pipo, wenn du nur sprechen könntest. Deine Stromkreise sollen mal nachdenken. Es muss doch Antworten geben. Wenn du nur sprechen könntest. Oh Gott. Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Kann ich was dafür? Ich würde alles darum geben, zu wissen, wer ich bin und warum ich hier bin. Ich muss Antworten finden, bevor mir diese Infektion das Licht ausknipst. Ja, dann werden wir doch mal Antworten finden gehen. Ich wusste es. Jemand ist hier. Hört sich nicht gut an. Aber ganz smooth hier. Hier ist nichts. Ich weiß, ich habe dieses Rad gesehen. Ich weiß leider jetzt schon, was kommt. Was zur Hölle? Boah, die Sau. Das war's dann wohl. Jo, wirk ihn! Nein! Da machte sie lang. Pipo. Los, komm, Pipo. Du kommst durch, du schaffst es, Kumpel. Tu doch was, Pipo. Selbstdiagnose. Du kannst es. Lass mich nicht allein. Nein! Ich war da beim ersten Mal spielen echt traurig, Leute. Na gut. Gucken wir uns mal um hier. Sie hat uns gerettet. Sich dabei aber selber geopfert. Aber wir haben seine Erinnerung, seine Memory. Hat das noch irgendeine Bedeutung? Wofür ist das Ventil? Machen wir es auf.
Und? Ich weiß nicht, ob das schon irgendeine Bewirkung hatte. Ja. Ob das schon irgendwas bewirkt hatte. Ich komme hier zwischen den Beinen gar nicht durch. Was haben wir hier? Nichts, das ist bloß eine Textur. Ist ja schön, dass das von außen verschlossen ist, aber ich kann da scheinbar erstmal wirklich nichts machen. Mensch! Dürfte ich mal an dieser Textur vorbei? Ah! Hier liegt auch blöd im Weg rum. Wenn ich hier fliehen müsste, also unter Zeitdruck am besten noch, dann ist hier Schicht. Und ihr habt ja gesehen, was da bei dieser blöden Tür passiert ist. Hätte man eigentlich mit Rennen locker schaffen können, selbst mit Rest wahrscheinlich. Aber die Steuerung lässt es nicht wirklich zu. Dann gucken wir uns mal die andere Tür an. Beziehungsweise den Raum dahinter. Und wir sind jetzt alleine. Scheint was Größeres zu sein. Ein sehr rubbeliger Fahrstuhl. Lastenaufzug. Gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Nicht schieben. Ich wollte, dass du rennst. Ja doch. Ein Mundspray. Wundspray. Mundspray. Also ihr seht, es kann auch zu Kämpfen kommen. Sonst würde es ja so, solche Items nicht geben. Da ist nix. Okay. Ey. Dieses Haken hängenbleiben, ne? Die Kollisionsabfrage, das ist so ein bisschen das Anstrengende. Kannst du darauf? Hallo. Nee, kletter da nicht hoch. Okay, da scheint es auch nichts zu geben, was ihn interessiert. Ich gucke mich aber trotzdem hier in allen Ecken um. Nö, nix. Hier hinten vielleicht in der Ecke noch was. Weißt du doch nicht, ich kann ja hier mal alles brauchen. Gesperrt. Ein Schlüssel. Moment. Ohne Schlüssel bekommt das nie. Alter! Zick nicht so rum. Ist Person nicht austauschbar? Wir haben da noch eine Keycard. Vielleicht geht die ja. Okay. Geht nicht. Ein Ölkanister. Das ist nice. Ich weiß auch schon, wozu ich den brauche. Das ist wirklich so rubbelig, also das lag nicht an der Grafik oder sowas, das war wirklich so gedacht. Und ich kann hier irgendwie an der Hydraulik tatsächlich. Den Ölkanister benutzen. Das Öl sollte den Rost zersetzen. Nee, so funktioniert Öl nicht, Leute. Aber das macht nichts. Zumindest sieht der Fahrstuhl jetzt wieder einigermaßen gescheit. Jetzt geht das smooth runter. Und wisst ihr, was noch smooth ist, Leute? Das Ende des Parts. Ich danke euch fürs dabei sein. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mal wieder da. Und ja, macht es gut.